Hallo, willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Ihr habt es euch gewünscht, dass ich den mein Müsli-Adventskalender auspacke und mal schaue, was da so drin ist. Die haben dieses Jahr richtig viele, ich glaube 4 Stück insgesamt. Das hier ist übrigens der Deluxe-Kalender, den ich heute auspacke, aber ich packe euch einen Link in die Infobox. Da findet ihr alle 4 Kalender und nur über diesen Link könnt ihr richtig krass sparen. Das ist nämlich mein Link und darüber könnt ihr sparen. Das heißt, ihr seht immer, wie viel Geld ihr pro Kalender spart. Desto teurer der Kalender ist, desto mehr könnt ihr sparen. Auf den nämlich 35 Euro mit meinem Link. Also ihr müsst auf der Website vorbeischauen, die unten verlinkt ist. Und wir machen den einfach mal auf und schauen, was drin ist. Und let's go! Also so sieht er übrigens aus. Hat so eine richtig schöne Winterlandschaft. Und wir suchen jetzt mal nach Türchen Nummer 1. Wir werden hier auf jeden Fall richtig viele leckere Sachen finden. Ihr kennt ja mein Müsli, die haben wirklich tolle Sachen. Hier ist direkt Türchen Nummer 1. Mache ich mal auf. Oh, sehr cool. Hier haben wir direkt ein Save the Ocean Müsli. Und zwar sind anscheinend jetzt die Becher aus Papier. Also die machen gerade so eine Umstellung und versuchen das so schnell wie möglich eben umzuändern. Und ja, das finde ich eine richtig coole Sache. Das ist übrigens mit Dinkel Crunchy und so, sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Finde ich eine richtig coole Sache, dass die daran arbeiten und finde ich cool, dass das Nummer 1 ist. Nummer 2 haben wir hier oben, das ist eher was Kleineres. Oh, und zwar anscheinend ein Riegel, kenne ich noch gar nicht. Und zwar ein Chocolate Berry Riegel von meinem Müsli, der vegan ist und auch bio. Der ist auf Basis von Datteln, Heidelbeeren und Lukuma. Sehr, sehr cool. Also mit Bitterschokolade. Das sieht auf jeden Fall auch sehr lecker aus. Freue ich mich. So ein Snack für zwischendurch. Hier haben wir auch direkt schon Nummer 3. Und zwar ein Christmas Cookie Granola. Oh, das klingt ja richtig gut. Mit Spekulatiuskeksen und weißen Schokostern. Das ist natürlich super cool, dass da auch Sachen drin sind, die einfach total auf die Winterzeit abgestimmt sind. Super lecker aus. Freue ich mich voll. Weiter geht's mit Türchen Nummer 4. Haben wir hier. Oh, wie cool. Hier haben wir anscheinend einen Tee. Und zwar ein Garden Blossom, ein Kräutertee mit Pfefferminze, so eine Mini-Version. Das finde ich auch sehr cool. Sieht übrigens so aus und ja, finde ich sehr cool. Ist natürlich frischer Tee, muss man einfach nur aufbrühen dann mit so einem Tee-Ei oder so. Freue ich mich auch sehr drüber. Ihr wisst ja, wie sehr ich Tee liebe. Als nächstes Türchen Nummer 5, da haben wir wieder ein Müsli. Das hatte ich übrigens euch schon ja, gezeigt in meiner Insta-Story. Da hatte ich nämlich ja, einen kleinen Sneak Peek gemacht. Und zwar ist das Berry Salted Caramel Granola. Ich liebe gesalzenes Karamell, wissen wir alle. Und das ist übrigens mit Salted Caramel Krispies, Himbeeren und Blaubeeren. Unfassbar lecker. Ich finde, das sind so besondere Sorten, das kann man einfach auch nicht vergleichen mit den Sachen aus dem Supermarkt. Die denken sich da so viele kreative Sachen aus und ich mag's. Love it. Freue ich mich auch drauf. Nikolaus ist übrigens hier oben. Ach, das ist nämlich hier im Deckel, finde ich auch ganz cool. Wow. Ach, wie cool. Das ist einfach anscheinend eine Teekanne. Wie schön ist die denn? Ja, perfekt. Kann man seinen Tee dann eben drin machen. Und das ist so eine Thermoskanne anscheinend hier, ne? Ach, wie cool. Mit integriertem Tee-Ei. Da könnt ihr also euren losen Tee reintun. Hängt ihr das da rein. Und dann könnt ihr euren Tee trinken. Perfekt auch für die Arbeit oder für diese kalten Wintermorgen, ne? Das ist ja mega schön. Finde ich auch vom Design richtig hochwertig. Also, I love it. Und ja, cool, dass das im Nikolaus war. Also da... Cool, dass das allein schon Nikolaus war. Also da bin ich mal gespannt auf die 24, was da noch kommt. Als nächstes Nummer 7. Hier haben wir einen Porridge. Da gibt es nämlich übrigens auch einen ganzen Porridge-Adventskalender. Also falls das mehr euer Ding ist als Müsli, dann müsst ihr wie gesagt beim Link vorbeischauen. Dann findet ihr auch einen reinen Porridge-Kalender. Und das ist Vanille-Kipferl-Porridge. Das ist auch unfassbar lecker. Das hatte ich glaube ich letztes Jahr schon, wenn ich mich nicht irre. Auch perfekt für die Arbeit zum Beispiel, falls ihr da irgendwie Zugriff auf heißes Wasser habt, ist das sofort... Super lecker und schnell gemacht. Beziehungsweise eigentlich soll man das mit Milch machen, aber das kann man natürlich auch mit Wasser machen. Und wenn ihr Milch habt, dann ist hier sogar so ein Strich, wie hoch ihr das füllen müsst. Und dann habt ihr die perfekte Konsistenz. Sehr cool. Als nächstes hier unten Nummer 8. Oh, wie cool. Falls ihr es nicht wusstet, mein Müsli hat ja auch eine eigene Nilk, also eine No-Milk, natürlich auf Pflanzenbasis. Und das ist anscheinend so eine kleine Version davon, das ist nämlich Chocolate Banana. Oh, das probieren wir gleich. Klingt ja auch mega lecker, also ja, richtig cool. Milchsorten sind von denen übrigens auch richtig lecker. Es gibt, glaube ich, Kokos und Cashew und Hafer, die sind alle sehr, sehr lecker. Lecker, das ist übrigens auf Haferdrink-Basis mit ja, Bananen und Kakao. Gekühlt, glaube ich, noch besser. Ist nur Bananenpüree, Kakaopulver. Salz, Vanilleextrakt, das ist ja cool. Schmeckt richtig so nach ein bisschen herbem Kakao, aber es ist richtig lecker. Gekühlt, love it. Als nächstes Nummer 9 hier oben. Ein Christmas Choc Müsli, auch sehr cool. Das ist übrigens mit Kakao, Quinoa, Crunchy, schokolierten, gebrannten Haselnüssen. Und ja, das klingt auch so gut. Verpackungen sind auch immer richtig süß gemacht, ne? So kommt man richtig in Weihnachtsstimmung und in Winterstimmung. Als nächstes Nummer 10, ein Chocolate Hazelnut Almond Granola. Oh, das klingt auch richtig gut, schön schokoladig mit gerösteten Haselnüssen und Mandeln. Oh, Mandel-Kokos-Granola. Ja, sowas ist ja genau mein Ding, ne? Mit frischer Milch, ein paar frische Früchte da rein noch oder eine Banane.
ein super leckeres Frühstück oder auch Snacks für zwischendurch. In Nummer 11 haben wir das hier, und zwar gebrannte Haselnuss-Cranberry in dunkler Schokolade. Oha! Sieht übrigens auch richtig edel aus und das klingt ultra lecker. Wir sind schon bei der Halbzeit angekommen, wir sind bei Nummer 12. Oh, wie cool, hier haben wir nochmal was ganz Besonderes, und zwar ein Overnight Oat Glas. Das ist ja auch richtig cool. Oh, wie cool. Das ist anscheinend ein Glas. Wie cool. Da könnt ihr Porridge reinmachen. Dann ist, seht ihr noch eine Markierung, wie weit die Milch da rein muss. Und dann die Toppings. Und dann könnt ihr es einfach so im Kühlschrank lagern. Ach nee. Ihr habt hier sogar einen Löffelhalter. Das ist dieses Gummiband hier. Und hier drin haben wir noch für das Topping, wie zum Beispiel frische Früchte oder so, diesen Gummieinsatz. Das ist ja richtig nice gemacht. Also dann dieser Löffelhalter ist ja schon genial hier mit diesem Herz. Da könnt ihr den einfach so reinstecken, das ist auch so ein bisschen dehnbar. Da haben die sich wirklich richtig bei was gedacht, muss ich sagen. Und ist auch Spülmaschinen geeignet. Ich bin begeistert. Die 13 haben wir direkt hier. Hier ist wieder ein Riegel, und zwar ein Berry Dark Choc Müsli Bar diesmal. Klingt auch sehr lecker, nach einem sehr leckeren Snack. Als nächstes Nummer 14. Oh, das sieht auch schön bunt aus. Ein Raspberry Caramel Fudge Müsli. Oh, trockenen Himbeeren. Oh, sowas mag ich auch mal richtig gerne. Sieht richtig schön bunt aus. Hier haben wir Nummer 15. Hier haben wir nochmal einen Tee, aber diesmal eine große Version. Und zwar ein Son of Heaven Tee. Das ist ein grüner Tee mit Mango aromatisiert. Oh, das klingt auch sehr lecker. So sieht er hier aus. Wie gesagt, der passt ja auch dann perfekt in die Thermoskanne, die wir drin hatten. In Nummer 16 haben wir einfach... Oha! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte gerade, da kommt ein normales Müsli raus. Und zwar eine Smoothie Bowl mit Berry. Das ist ja cool. Die mischt ihr einfach nur mit 100 Millilitern an. Also 50 Gramm von der Smoothie Bowl und 100 Milliliter Wasser oder Milch. Und dann müsst ihr es umrühren und dann habt ihr eine richtig leckere Smoothie Bowl. Besteht übrigens aus Himbeeren, Erdbeeren, Hafer, Vollkornmehl. Also richtig lecker und alles auch ohne Zucker. Super spannend, das Produkt kenne ich auch noch gar nicht von meinem Müsli. Aber klingt sehr, sehr lecker. Ist natürlich eine Smoothie Bowl, die nicht eiskalt ist. Ne? Also das finde ich auch ganz angenehm im Winter. Deswegen finde ich das Produkt richtig spannend. Nummer 17 haben wir übrigens wieder hier oben. Oha, hier haben wir was ganz Großes. Ich glaube, eine ganz große Müsli-Packung. Was soll denn mit in der 24 sein, wenn das schon da drin ist? Und zwar ein Cinnamon Snowman Müsli. Wie cool, mit Hafer-Crunchy, Apfel-Zimt-Crunchy, Schoko-Zimt-Schneemännern. Oh, wie gut. So sieht das übrigens aus. Das klingt so lecker. Oh mein Gott. Einfach krass, dass das schon Nummer 17 war. Dann haben wir Nummer 18. Hier haben wir ein Apple Macadamia Cinnamon Granola. Oh, auch sehr lecker. Was soll ich noch dazu sagen? Sieht richtig schön und lecker aus. Hier ist Nummer 19. Das hier, und zwar Nut Butter Balls. Ah, sowas wie Energy Balls anscheinend. Mit Almond, Hazelnut und Peanut. 3x3. Oh, richtig viele gleich. Wow, richtig cool auch. Ich glaube, Hazelnut könnte mein Favorite sein. Probieren wir mal ein. Genau, sind so Energy Balls auf Dattelbasis. Mit einer Haselnussbutterfüllung. Richtig, richtig cremig. In Nummer 20 haben wir hier wieder einen kleinen Tee. Und zwar Strawberry Bliss. Ein Früchtetee mit Orange und Erdbeeren. Oh, auch lecker. Ja, freue ich mich auch drauf. Früchtetee mag ich eigentlich auch ganz gerne, wenn er nicht zu süß ist. Dann Nummer 21. Hier ist wieder ein Riegel drin. Und zwar ein Blueberry Vanilla Müsli Bar. Sowas kann man auch immer gut mitnehmen überall. Dann Nummer 22, sieht auch richtig lecker aus, Cherry Stracciatella Müsli. Oh, also die haben dieses Jahr so viele neue Sorten, ne? Die gab es letztes Jahr auf jeden Fall nicht. Was soll ich dazu sagen? Cherry finde ich auch richtig lecker mit so gefriergetrockneten Kirschen. Dann noch Nummer 23. Ah, ein Blueberry Cheesecake Porridge. Das kann ich auch vom letzten Jahr. Das ist richtig lecker. Das ist nämlich mit so Stückchen. So sieht das Ganze aus. Kommen wir zu Nummer 24, da bin ich jetzt mal gespannt. Oha, was ist das denn? To-Go-Becher. Für Müsli? Ach, wie cool. Moment. Das sieht ja mal richtig schön aus. Okay. Ach, wie cool. Da könnt ihr hier unten Müsli reinmachen. Ich zeige euch gleich das Muster. Das ist nämlich das gleiche wie auf dem Adventskalender. Dann könnt ihr das zumachen. Und dann habt ihr hier oben nochmal Platz für Topping, was ihr auch zumachen könnt. Könnt ihr natürlich auch so für Joghurt und sowas nehmen. Das ist ja richtig cool gemacht. So sieht der Becher übrigens aus. Richtig süß hier mit dieser Stadt. Voll so winterlich. Finde ich richtig cool, auch mit dem Lila. Finde ich tatsächlich nochmal ein richtiges Highlight. Und ich muss sagen, in diesem Deluxe-Kalender findet man ja so viele coole Sachen. Aber es gibt ja, wie gesagt, noch mehrere von meinem Müsli. Es gibt einen reinen Porridge-Kalender. Der Premium-Kalender zum Beispiel ist komplett vegan. Falls euch das wichtig ist, wie gesagt, schaut bei dem Link vorbei. Ihr spart super viel, auf den natürlich am meisten, weil der am teuersten ist. Aber ihr könnt, wie gesagt, bei jedem Kalender sparen. Aber nur, wenn ihr auf den Link klickt. Und ja, ich muss sagen, ich finde, der lohnt sich total alleine. Ja, das ganze Müsli, diese coolen Gadgets hier oder auch die ganzen leckeren Sorten hier. Also es klingt wirklich unfassbar. Und ich muss sagen, absoluter Daumen nach oben. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ist natürlich kostenlos. Und auch auf Instagram vorbeischaut. Da gibt es auch immer Verlosungen. Eine läuft auch gerade, also eine richtig fette. Da müsst ihr vorbeischauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!